Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Virtual Exodus. Wir kriegen gerade ein bisschen Gegenverkehr. Ja. Hui, 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 hui. Oh, oh. Aua. Aua. Gut, dass die uns gerade nicht interessieren. Oder wir sie scheinbar nicht interessieren. So ist es eigentlich richtig gesagt. Bleiben wir gerade außen vor. Wir lassen die wirklich jetzt mal gerade außen vor. Ich ziehe mich jetzt gerade mal ein bisschen. Scheiße, die wollen das natürlich jetzt wieder doch an den Kragen. Jetzt hier. Ich krieg sie nicht alle weggeslipert. Komm mal von mir. Hau ab von mir, Alter. Daneben voll. Alter. Meine Falle natürlich nicht wieder, das ist scheiße. So, bin ich überhaupt richtig auf dem Weg oder was? Ja, klopft genau in die falsche Richtung. Sarah, dann geht's weiter. Ja. Gut. Doch da lang zu müssen. Da, wo die Viecher herkommen. Ja, ich habe mal keine Feinde. Ich weiß, was verscheucht die denn da so auf? Das ist das Problem an der Sache. Also, wir scheinen da in die Richtung gehen zu müssen. Hier irgendwie die wichtige... Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Weil da kommt der nächste Schwall. Ich lasse, wie gesagt, ich lasse hier in Ruhe, wenn jetzt nicht möglich ist. Wird sich irgendwie notwendig jetzt, warte mal. Ist das der wirklich, ist das ein Punkt hier, wo wir hin müssen? Nee. Hä? Also leicht in die Richtung auf jeden Fall. Der Punkt ist gerade uninteressant dort. Wieder auf der anderen Seite oder was? Auf der normalen Seite, okay. Also wir müssen irgendwie... Scheinbar... Kommst du mal hoch jetzt? Hey,
Upsa. Oh, oh. Okay. Die Frage ist... Also, wir scheinen irgendwie dahin zu müssen. Darüber oder dahin. Frage ist, können wir hier das Boot, können wir hier ein Boot nehmen oder so, dass wir darüber kommen? Gute Nacht. Ich habe keine Ahnung, was er von mir wollte. Es wurde hier irgendwer was anläuft, was nicht gut ist. So, ah. Falsches Spiel. Ich wollte den jetzt ins Wasser geworfen und war auf den Alligator gewartet, aber das ist Mafia. Das ist ein anderes Spiel. So, Alter. Zur Hölle. Geht es weiter hier? Ja. Okay. Ich meine, da läge ein Boot, aber das können wir, glaube ich, nicht nutzen. Das ist, glaube ich, kaputt, ne? Scheinbar müssen wir da irgendwie rüber und ich habe keine Ahnung wie. Ja, ja, die Strömung geht natürlich direkt wieder. Bringt natürlich direkt wieder zurück. Hey, wie komme ich denn hier hoch? Ich habe das blöde Gefühl, ich muss da rüber, aber wie? Oder muss ich echt durch diese Höhle da durch? Warte mal, da ist er lang. Ich geh mal hoch. Gar nicht so eine schlechte Idee. Ich habe das blöde Gefühl, dass ich hier nicht. So, dann gehen wir hier mal lang. Aua! Also gut, lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Was? Ihr seid alle Feiglinge! Er ist ein Eindringling, ein Feind! Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben, der die anderen nicht herbringt. Es reicht! Das ist das Viech, also das wahrscheinlich alle die Wölfe verjagt. Ja, wenn ich mich noch raus, das würde ich.
Wir nehmen mal die Waffe mit, warte mal, hatte die. Die war für mich so interessant, ja. Okay. Alter. Aber wir scheinen auf der anderen Seite zu sein. Ja. Okay. Wo müssen wir lang? Jetzt irgendwie nach links. Okay, warte mal. Ich muss mich nur ein bisschen orientieren gerade. Scheinbar straight in die Richtung, okay. Hoch, huh? Ja. Also bist du entkommen, du Arschloch. Man muss schon sehr geschickt sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammter Rucksack. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Mach mal die Funze aus, ich sehe nichts. Tja, dann erschieß mich. Oder hau ab. Ich muss mich bereiten. Schnauze. Dem Lehrmeister musst du überhaupt nichts sagen, im Idealfall. Deswegen habe ich ihn jetzt erschossen. Ja, natürlich sind meistens jetzt schlechte Erfahrungen. Ich habe. Also eigentlich bin ich normalerweise keiner. Ich. Das ist doch nicht so eine gute Idee. Scheiße. Ich mache eigentlich wieder meine normale Waffe. Ich habe keine normalen Waffen. Fuck you. Ah, leck mich doch! Ich warte, bis der nochmal rausguckt. So, den haben wir raus. Es ergibt sich. Okay, das ist gut. Schon gut, Streuner. Ich ergebe mich. Wirst du mich jetzt umbringen, Streuner? Ja. Ich nehme alle meine Feinde mit. Ich nehme alle meine Feinde mit. Sicher ist sicher einfach. Irgendwas passiert. Wunderbar. So.
Scharfschützmunition, okay. Ja. Ja, weil ich den direkt gekillt habe. Was ist denn der? Da ist der, da unten! Keine Treppe da rum, so habe ich wohl. Ist wer da überhaupt hin? Ja. Vielleicht auch keine so gute Idee gewesen. Upsi. Was? Ich sehe nichts. So, dann kriege ich den da unten. Hä? Okay. Nicht von der Entfernung. Gut, gib hier. So. So, hallo sagen. So, aber das hier machen wir dann quasi im nächsten Part.